Es gab Zeiten, bessere Zeiten, als unser Volk glücklich und hochmütig seinem Schicksal entgegensah. Wir fürchteten nichts, denn wir ahnten nicht, wie einsam wir sein konnten. Zu jener Zeit waren unsere Frauen unser Ein und Alles, unser ganzes Leben, die Sonnen, um die sich unser Leben drehte. Wir lachten viel und gern und waren gerühmt für unsere rauschenden Feste. Die Kochkünste unserer Frauen waren legendär. Und nicht nur diese. Doch dann waren sie weg. Von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden und unser Land versank in Chaos. Denn dies war nur der Anfang. Es kamen schreckliche Dürren. Das Vieh verdurstete auf den Feldern. Gigantische Heuschreckenschwärme machten sich über die kargen Reste der Ernte her. Die Erde bebte. Der Zorn der Götter entlud sich in einem Inferno aus Feuer und Rauch. In unserer Verzweiflung wandten wir uns ratsuchend an einen gallischen Seher, der auf dem Weg zu einer okkultischen Konferenz in unserem Dorf Rast machte. In seinen Visionen sah er Reichtum, Frauen und eine große Reise, die uns bis ans Ende der Welt führen würde. Seinem Rat folgend stellten wir eine Expedition zusammen. Ich wurde auserwählt, das Kommando über die Flotte von zwei Schiffen zu übernehmen. Schon tags darauf stachen wir in See. Doch, wie nicht anders zu erwarten, wurden unsere Schiffe in einem schweren Sturm zum Opfer der gefräßigen, alles verschlingenden Wellen. Dies sollte erst der Beginn einer Odyssee sein, von der später nicht nur die nächste Generation erzählen wird. So, hallo und herzlich willkommen hier zu Die Siedler 2, die nächste Generation. Wenn ihr meinen Infotext gelesen habt an der linken Seite meines Kanals, habt ihr gesehen, dass ich gerne die Siedler 2 und die Siedler 3 Let's Playen wollte. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass ich im Moment die Siedler 3 nicht hier habe und die CD erstmal suchen muss bei meinen Eltern oder bei meinen Geschwistern. Und die Siedler 2 ebenfalls habe ich auch im Moment nicht hier. Deswegen habe ich jetzt die Siedler 2, die nächste Generation. Die habe ich hier und die werde ich jetzt auch einfach mal damit anfangen. Warum mache ich das? Weil ich die Siedler 2, das Spiel an für sich, sehr gut finde und ich finde den Remake eigentlich auch ganz gut. Es ist halt im Prinzip das gleiche Spiel. Sieht anders aus, ja. Sich jetzt über die Grafik zu ärgern, ja, das ist aber 3D, das ist voll nicht mehr, ne. Finde ich nicht so schlimm und deswegen machen wir jetzt erstmal das. Siedler 3 und das Original Siedler 2 wird dann nochmal irgendwann folgen. Wir machen Kampagne, gehen hier ins erste Level rein. Über den Upload-Plan dieses Projekts habe ich mir noch... Wir hören das mal zu. Nach zahlreichen Tagen im Auge des Sturmes hatten wir jegliche Orientierung verloren. Die tückisch aufbrausenden Wellen ließen uns auf Legerwall geraten. Dadurch zerbarst der Schiffsrumpf und gab seinen Inhalt einige Meilen vor dem rettenden Ufer frei. Wir konnten von Glück sagen, dass wir nahezu vollzählig den Sturm und den Aufschlag überlebten und noch genug Kraft fanden, zum Ufer zu schwimmen. Landratten hatten ohnehin nichts auf hoher See verloren. Seltsam. Alles schien so vertraut. Die Flora und Fauna hier glich sehr unserer Heimat. Und ich hätte schwören können, wir wären weit vom Kurs abgekommen. Nun, es galt, unser Überleben zu sichern und die Insel zu erkunden. Die angeschwemmten Güter aus dem Schiff würden uns vorerst eine große Hilfe sein. Genau. Das ist es. Das ist passiert und jetzt sind wir hier. Haben natürlich direkt so ein riesen Hauptquartier, das wurde auch mit angeschwemmt. So, was ich gerade sagen wollte, über den Upload-Plan habe ich mir noch nicht so die Gedanken gemacht. Das ist jetzt erstmal das die erste Mission. Ich hoffe, dass ich sie in ein Part reinkriege. Bei den anderen Missionen muss man dann mal schauen. Vielleicht werde ich es immer am Wochenende dann 2-3 Parts, je nachdem wie viel ich für eine Mission brauche, hochladen. Ich werde 20 Minuten Videos wahrscheinlich machen zu diesem Projekt.
wie regelmäßig ich dieses Projekt hochlade, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich hätte halt schon so ein paar Zuschauer, die das auch gerne gucken. Ich hoffe, das klappt. Und ich hoffe, dass das Projekt auch gut ankommt. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Wir gucken mal hier eben auf unsere Übersichtskarte. Wer die Siedler 2 kennt, wird es wissen, hier ist das Tor. Dieses Tor müssen wir in unsere Grenzen bringen. Dann haben wir die Mission geschafft und können ins nächste Level. Normalerweise ist dieses Tor immer im gegnerischen Territorium. Hier gibt es noch kein gegnerisches Territorium, weil wir hier noch alleine sind. Das kommt erst im nächsten Part. Deswegen gilt es jetzt eigentlich nur Baracken bauen bis dahin hin. Ihr seht hier die gelben Gebäude. Das sind Bauplätze, wo Platz ist, um Gebäude zu bauen. Es gibt drei verschiedene Größen. Es gibt einmal hier diese kleinen, es gibt dann mittlere und es gibt große. Die Gebäude werden wir alle noch kennenlernen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und unser erstes Gebäude ist jetzt die Baracke, weil unser Hauptaugenmerk natürlich darauf liegt, jetzt das Tor zu erreichen. Das heißt, wir brauchen jetzt hier nicht viel groß... ja, das macht irgendwie mehr Sinn. Wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie groß... im Prinzip könnte man auch nur Baracken bauen, Entschuldigung. Nur Baracken bauen. Also wir brauchen jetzt hier nicht die beste Wirtschaft aufbauen, weil wir haben ja keinen Gegner. Und ich weiß gar nicht, ob die Materialien reichen würden, um bis hinten Baracken bauen zu können. Aber... während wir die Baracken bauen und versuchen das Tor zu erreichen, werde ich euch dann so ein bisschen die Stränge in diesem Spiel, die es gibt und die man bauen kann, sollte, werde ich euch da ein bisschen näher bringen. Wir haben hier Steinvorkommen, wie ihr seht. Wir haben hier Bäume. Hier sind ziemlich viele Bäume überall. Bäume kann man nachpflanzen. Das bedeutet, hier baue ich jetzt einfach mal ein Forsthaus mitten rein. Das Forsthaus ist dafür da, den Wald aufzuforsten. Den baue ich jetzt einfach mal hier in der Mitte rein, damit der hier das immer schön auf Kurs hält. Hier hinten baue ich nochmal eine Baracke hin, einfach aus dem Grund, dann haben wir hier mehr Platz. Können hier hinten noch mehr Förster hinbauen, das wäre ganz gut. Hier würde es sich anbieten, einen Bauernhof zu bauen, wobei das auch ziemlich eng ist. Ich glaube, auf dem Braun wächst nichts und hier natürlich auch nicht so gut. Man braucht immer eine grüne Fläche beim Bauernhof. Die Fläche würde sich anbieten, einen zu bauen. Das lassen wir jetzt erstmal. Vor allen Dingen ist hier nebendran auch ein Forsthaus. Das ist immer ein bisschen problematisch. Da müssen wir mal schauen. So, wir bauen Holzfäller. Logisch. Wenn wir Bäume haben, müssen wir sie auch fällen. Aber mit den gefällten Bäumen kann man jetzt nicht bauen. Das bedeutet, wir brauchen, um bauen zu können, noch was anderes. Und das sind Sägewerke. Sägewerke sind aber etwas größere Gebäude. Das heißt, wir brauchen so ein mittleres Gebäude, mittleren Gebäudeplatz, sage ich einfach mal, um ein Sägewerk bauen zu können. Hier oben kann man dann hin und her switchen. Man kann auf einem großen Platz natürlich auch ein kleines Haus bauen, wenn man möchte, je nachdem wie es sich anbietet. So, das ist das Sägewerk, das bauen wir jetzt einfach mal. Und weil es so schön ist, bauen wir noch ein zweites. Und dann bauen wir hier hinten zwei Steinbrüche und dann haben wir unsere Grundmaterialien erstmal, ja. Wenn das alles fertig gebaut ist und unsere Materialien reichen dafür, dann kann uns eigentlich erstmal nichts mehr passieren, denn dann haben wir einen Steinbruch und wir kriegen neuen Stein und wir haben Holzfällerhütte, ein Forsthaus und ein Sägewerk, das bedeutet, wir werden immer Holz kriegen. Solange die Steinvorkommen hier nicht aufgebraucht ist, werden wir also immer bauen können. Darauf muss man halt achten. Hier oben ist auch wieder ein... sorry... hier oben ist auch wieder ein Steinvorkommen. Es gibt halt auch Maps, auf denen Steinvorkommen ziemlich selten ist. Es ist halt immer so eine Sache. Aber an für sich hat man genug Materialien, Ressourcen. Wir bauen jetzt hier oben eine Baracke weiter, logisch. Mal gucken, wie groß es so ungefähr ist.
Ja, ich würde mal sagen, so 5, 6 Baracken brauchen wir, bis wir da sind. Unsere Baracke hier unten ist auch fertig. Das ist sehr gut. Ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal, bis alles fertig gebaut ist. Und machen mal das Spieltempo einfach ein bisschen höher, weil es ist halt sonst verschwendete Zeit. Brauchen wir ja jetzt hier das nicht auf einfacher Geschwindigkeit schauen. Wenn es auch schneller geht. Ja, hier unten kann man sein. Jetzt redet er wieder. Hier unten kann man sein Missionsziel nochmal nachschauen. Erreichen die das Portal, ist das Missionsziel im Kurzen und das ist halt dann nochmal die Beschreibung dazu. Hier kann man das Spieltempo umschalten. Es geht maximal auf Stufe 3, dann ist es wieder normal schnell. 2, 3. Hier kann man die gelben Gebäude ein- und ausblenden. Wenn die ausgeblendet sind, kann man aber durch den Mauszeiger immer noch sehen, was man da bauen könnte. Hier kann man sich ein paar Statistiken angucken. Hier sind ein paar Zustand der Wirtschaft, Anzahl der Siedler, Anzahl der Gebäude, hergestellte Münzen. Das sind alles ziemlich schöne Sachen. Und das Gute ist, wenn man Gegner hat, dann werden die hier mit angezeigt. Das bedeutet, man kann sich immer einen Vergleich schaffen, wie gut man im Moment aufgestellt ist. Das ist die Übersichtskarte. Unsere Baracke da oben ist schon wieder besetzt. Das bedeutet, wir bauen mal direkt weiter. Ja, ein toller Weg. Okay, hier kann man nicht herbauen. So, nächste Baracke. Hier oben hätten wir wieder ziemlich viel Holz. Ja, da könnte man jetzt nochmal ein Forsthaus reinsetzen und ein paar Holzfäller, ein Sägewerk. Dann hätte man wieder Holz. Aber wir haben hier unten ja schon ziemlich gut was. Wobei man sagen muss, die zwei Holzfäller sind ziemlich schnell. Aber der Förster kriegt das schon hin. Die Arbeiter gehen natürlich nicht unendliche Wege. Das bedeutet, das werden sie hier abbauen. Aber wenn die jetzt hier nichts mehr haben, werden die Steinbruchleute nicht bis nach hier oben laufen. Da muss man hier einfach wieder was Neues bauen. Ich baue jetzt hier auch einfach mal einen Steinbruch hin. Und die kann man dann einfach nur noch abreißen. Die haben dann keinen Sinn mehr. So, was ist sonst noch wichtig? Man könnte ja jetzt sagen, ja, toll, man hat Stein, man hat Holz, dann ist ja alles geritzt und das Spiel ist ja ziemlich eintönig. So ist es nun mal nicht. Hier oben, ihr seht schon, das sind andere Zeichen. Das sind Zeichen für Bergwerke. Das bedeutet, hier kann man Bergwerke bauen. Aber es gibt ein Eisenbergwerk, ein Goldbergwerk, ein Kohlebergwerk und ein Granitbergwerk. Jetzt die Frage natürlich. Was kann ich hier hinbauen? Es wäre ja schwachsinnig, wenn alles optimal klappen würde, würde natürlich jeder 20 Goldbergwerke bauen. Dafür klickt man auf die Fahne. Man kann auf jede Fahne klicken und man hat immer die gleiche Auswahlmöglichkeit. Oh, die Baracke ist schon wieder fertig. Ich glaube, wir müssen in die Richtung. Schauen wir mal auf die. Ja, sind schon gleich da. Wenn man auf die Fahne klickt, ich baue dann immer eine Fahne ins Bergwerk, also in den Berg rein, weil alles andere macht ja keinen Sinn. Und dann kann man Geologen aussenden oder auch zwei oder auch drei. Und dann kommen die Geologen aus dem Hauptquartier, jetzt seht ihr hier, und werden das jetzt hier untersuchen, was man da für ein Bergwerk drauf bauen kann. Eine andere Möglichkeit ist, eine Fahne zu bauen und dann einen Erkunder aussenden. Die kommen auch aus dem Hauptquartier. Da ist einer, der geht den Weg entlang bis zu der angewählten Fahne. Auch ne, das war der Siedler. Wie ist er? Und dann ist der Erkunder ein Siedler, der frei, ohne Wege, das Land erkundet. Außerhalb der Grenze. Die Geologen machen das prinzipiell auch ohne Wege, aber immerhin immer nur um den immer nur im Umkreis der Fahne, wo man sie hingesendet hat. Ihr seht schon hier, das sind Kohleschilder, das bedeutet, hier ist viel Kohle. Das sind Granitschilder, das bedeutet, hier ist dann auch ein bisschen Granit. Granit ist das gleiche wie ein Stein, wie ein Steinbruch. Oh, die haben schon ziemlich viel abgebaut hier. Aus dem Granitbergwerk kann man auch Steine rausholen.
ist halt eine weitere Option, Steine zu bekommen. Wir könnten jetzt einen Kohleberg wegbauen, machen wir einfach mal. Und schauen mal hier oben, die Baracke ist fertig, der Soldat ist auf dem Weg, da ist er. Zuck, 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 zuck. Ich finde, es sieht eigentlich ganz schön aus, das Spiel. Als Liebhaber von den Siedlern 2 finde ich einfach, muss man das Spiel an für sich auch mögen, weil es ist halt einfach ein schönes Spiel. Es ist toll umgesetzt und es hat halt den genau identischen Spielspaß wie die Siedler 2, das normale. Weil es ist das identische Spiel, es hat einfach nur eine aufgebesserte Grafik. So. Das Kohlebergwerk, mal schauen. Wir können jetzt auch mal im Hauptquartier gucken. Wir haben 88 Steine, 47 Bretter. Ich weiß nicht, als ich ganz am Anfang mal kurz aufs Hauptquartier geklickt habe, waren da 42 Bretter drin oder so im Dreh. Auf jeden Fall ungefähr so viel, wie wir jetzt auch haben. Man sieht, es steigt sogar jetzt. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, die Sägewerke funktionieren. Und weil wir haben ja schon Gebäude gebaut. Das heißt, wir haben eigentlich keinen Verlust. Wie man jetzt hier sieht, sind 2 Holzfäller für ein Forsthaus anscheinend doch ein bisschen zu viel. Deswegen werden wir jetzt hier oben einfach mal noch ein Forsthaus hinsetzen. Und dann gibt es hier einfach noch ein bisschen mehr Häuser. Ne, das ist... Ich baue immer gerne viel Wege. Vor allen Dingen da, wo man dann eh nichts mehr hinbauen kann. Finde ich immer ganz schön. Ist auch in der Hinsicht gut, dass man Verstopfung, er hat Verstopfung gesagt, nach Verstopfung Paroli bietet quasi. Denn es kann sein oder passieren, wenn ich jetzt hier zum Beispiel nur einen Weg hinbauen würde und jetzt in diesem Bereich hier ganz, ganz viele Sachen bauen würde und Produktionswege hätte, wo Sachen hin und her getragen werden müssen, weil die Holzstämme von der Holzfällerhütte müssen auch erstmal zum Sägewerk oder ins Hauptquartier gebracht werden, könnte es passieren, dass sich der Weg verstopft. Denn an so einer Fahne können höchstens, glaube ich, 7 Güter liegen. Und wenn hier 7 Güter liegen und hier 7 Güter liegen und er ein Gut und eins in der Hand hat, dann kann er nichts mehr ablegen. Und dann gibt es halt nach hinten raus Staukars und... So kann man manchmal sogar ein Spiel verlieren, wie man